Ja, im Haushalt, da gibt es schon echt eine Menge zu tun. Ob das jetzt die Fenster putzen sind oder im Bad mal wieder die Fliesen putzen oder den Boden schrubben. Ja, oder Polstermöbel oder im Auto. Es gibt einfach immer etwas zu tun. Ja, tja, da braucht man auch echt viele Reinigungsmittel, ne? Da braucht man dies und das und jenes. Und wissen Sie, was wir da für eine Chemie unserer Umwelt eigentlich antun? Und wissen Sie, was wir eigentlich auch für Geld sparen könnten? Das ist echt eine Menge und ich habe jetzt eine Idee, nein, beziehungsweise wir haben jetzt eine Idee, wie wir da Abhilfe schaffen können. Und mit wir meine ich natürlich nicht nur mich, sondern Kai Engelmann. Und die Anne-Kathrin Kosch und der Kai Engelmann werden Ihnen jetzt mal eine Möglichkeit zeigen, oder besser gesagt zwei hintereinander, wie Sie nicht nur unendlich viel Geld sparen, unendlich viel Reinigungsmittel eben nicht in den Gulli kippen, sondern sich auch noch Zeit sparen. Thema Bad. Da fange ich jetzt mal an. Haarspray. Nach 3-4 Tagen sehen die Badfliesen aus, entschuldigen Sie mir den Ausdruck, wie Sau, weil ich immer so ganz leicht raue Oberfläche habe. Ich komme dann morgens barfuß in mein Bad und laufe über so ein Gefühl von Schmirgelpapier. Ja. Jetzt geht's los. Ich gehe in meinen Abstellraum, falls ich einen haben sollte. Hol meinen Wischer, meinen Wischmopp raus, meinen Eimer, füll den erstmal auf. Allein das Vorbereiten dauert schon 10 Minuten. Dann nehme ich einen von diesen tollen Neutralreiniger zu 95% biologisch abbaubar. Wow, das glauben wir alle. Kipp den rein, dann schön den Wischmopp das erste Mal drüber wischen, dann das zweite Mal nachwischen, klar, das dreckige Wasser wieder ausschütten. Das ist alles völliger Blödsinn. Wir machen das alles mit Dampf. Mhm. Und Dampf hat den besonderen Vorteil, wir benötigen gar keine Reinigungsmittel mehr, denn dieser Dampf, der wird bis zu 135 Grad heiß. Das heißt, hinterher ist es nicht nur sauber, sondern auch noch steril. Es desinfiziert nämlich ganz ohne Chemie und das einfach nur mit Wasserdampf. Wie genial das ist! Es gibt heutzutage so viele professionelle Gebäudereiniger, die von diesen ganzen Chemiedingern völlig weg sind, die zum Beispiel große Fensterflächen putzen und das heute nur noch mit Dampf machen, weil es geht unheimlich schnell, es ist tiptop sauber, es ist schlierenfrei. Ich denke nur an so Laminat- oder Parkettpflegemittel, der größte Schrott, den es gibt. Ja. Das heißt dann noch antistatisch, nachher kleben mehr Fussel drauf, als Sie je in Ihrem Leben gesehen haben. Aus Erfahrung sage ich Ihnen, lassen Sie die Finger davon. Und natürlich nachher auch noch Streifen. Ja. So, wir schaffen Abhilfe und zwar im Bad, in der Küche, bei Klamotten, überall. Auf, ganz wichtig, Milbenthematik, zum Beispiel Matratzen etc. dran und gehen diesen bösen kleinen Finsterlingen, die da alle irgendwo in der Ecke sitzen und manchmal auch schon Schimmel bringen, den gehen wir ganz gewaltig mal mit richtig heißem Dampf auf die Pelle. Und Sie werden sehen, wie zum Beispiel jetzt hier im Film, wie unglaublich die Reinigungswirkung sind. Übrigens tolles Beispiel hier auch Kunststofffenster, ganz wichtige Sache. Auch nicht nur Kunststofffenster, natürlich auch in der Badekabine, ne? Die Silikonfugen, die werden natürlich auch sehr schnell dreckig. Die verschiedenen Aufsätze, die Sie hier sehen, die sind alle mit dabei für diesen Preis, den Sie hier eingeblendet sehen. Das ist Wahnsinn. Toilette natürlich auch ein Hygienethema, wie wir es hier sehen. Keine irgendwelchen Chemiesachen mehr reinkippen mit Chlor, was man dann eine halbe Stunde einwirken lässt und danach riecht das ganze Haus danach. Der ist komplett nach 5 Minuten Aufheizzeit fertig. Das heißt, nicht erst Wasser einmal vorbereiten und. Sie sind sofort startklar. Und der arbeitet mit einem Druck von 2,8 bis 3,2 Bar. Das ist so viel. Das heißt, er stößt einen unheimlichen Druck aus. Und dann auch noch natürlich diese heiße Temperatur. Wir reden hier von 135 Grad Celsius. Das muss einfach rein und clean werden. So, damit Sie mal sehen, wie potent, anders kann man es gar nicht sagen, Dampf heute wirkt, haben wir Ihnen mal einen wunderschönen Kerzenständer vorbereitet. Sie kennen das, die wunderschönen Messing, die silbernen Kerzenständer zu Hause, Weihnachtszeit. Irgendwann fangen die normalen Wachskerzen an zu tropfen und dann sieht so ein Kerzenständer so aus. Das kriegst du nicht wieder runter eigentlich. Fangen Sie an, mit dem Messer zu kratzen. Dann ist das alles zerkratzt, das sieht nachher fürchterlich aus und bringt keinen großen Effekt. Ich zeige Ihnen jetzt mal, aber wie gesagt, wir zeigen Ihnen jetzt mal, wie einfach das geht und wie effizient. So. Ich habe hier absichtlich schon mal ein bisschen Krepppapier drunter getan, damit Sie gleich mal sehen, was hier passiert und habe eine von unseren Spitzdüsen aufgesetzt auf unseren Dampfreiniger. Ja. Und die ist perfekt zum Beispiel, wie wir es gerade im Film gesehen haben, für Silikonfugen in der Badewanne etc. Allem drum und dran. Und jetzt passen Sie mal auf, was jetzt passiert. Hier sieht man es wunderschön, ist überall das Wachs drauf. Und diesem Wachs werden wir jetzt ganz gewaltig an den Kragen gehen. Dann vielleicht mit der Kamera noch ein bisschen näher drauf gehen können, damit man den Effekt mal sieht. Hier sehen Sie es. Achtung, fertig. Wow. Hammer, das bröselt einfach so runter. Wow. Oh.
So, und das ist auch kein Wunder, weil jedes Wachs der Welt sagt, nee, das ist mir zu heiß. Hier verschwinde ich. Das gilt zum Beispiel natürlich auch für Schmuck. Können Sie ganz auch hervorragend sauber machen. Silber zum Beispiel, wenn der ein bisschen schwarz wird, überhaupt kein Thema. Und jetzt schauen Sie sich mal die Sauerei an, hier auf dem Tisch rundherum, was hier Wachs runtergekommen ist. Wahnsinn. Die ganze Sauerei, die hier liegt, das alles habe ich jetzt ganz einfach mit meinem kompletten Dampfreiniger sauber gemacht. Glänzt jetzt gehe ich neu. Einmal drüber, wow. Schauen Sie sich das mal an. Das ist perfekt. Sie Wahnsinn. Kriegen den Rest vom Wachs wunderbar runter. Und das ist die Kraft, nichts anderes als Wasserdampf. Und somit werden Wahnsinn. Alle Sachen im Haushalt, schauen Sie sich mal an, wie das wieder glänzt, perfekt. Und was man dann nachher noch machen kann, man nimmt dann Zeber, wie ich das jetzt mache, und wischt hier mal den restlichen Dreck weg. Das war's Einfacher. Aber auch schon. Geht's gar nicht. Und das ganz ohne Chemie. Bis zu 330 Milliliter passen hier in diesen Tank, in diesen Wassertank. Und ich meine, der arbeitet mit einer Leistung von bis zu 1000 Watt. Kein Wunder, dass da natürlich hier so ein beeindruckendes Ergebnis entsteht. Wie gesagt, verschiedene Aufsätze ist alles mit dabei. Und damit kann man eigentlich alles reinigen. Ob das hier Fliesen sind, Kacheln, Fenster oder Jalousien, die natürlich nach einiger Zeit nicht mehr weiß aussehen, sondern grau. Dann natürlich Polstermöbel, wo sich jeglicher Schmutz einfängt und absetzt, Bakterien, Keime und. Dann Kleidung, ist ja auch so ein Thema, ja, Kleidung auffrischen. Es ist ja natürlich so, manchmal, da holt man sich frisch irgendein Kleidungsstück aus dem Schrank, ist dann mal irgendwo kurz in der Kantine gewesen, man riecht wie eine Frittenbude oder irgendwo bei einer Raucherpause mit dabei gestanden und alles riecht danach. Das kann man hiermit auch clean machen, desinfizieren, reinigen. Badearmaturen, all das, wo natürlich sich Kalk absetzen kann, ja, und irgendwann vielleicht auch so Stockflecken, Geschichte. Schimmel, Moos, was auch immer, ist ab sofort Geschichte und das ganz ohne Chemie. So, und jetzt hole ich Ihnen mal ganz kurz mal was rüber und das werden wir Ihnen jetzt mal zeigen. Wir nehmen mal einen Sakko, was Sie am Vorabend angehabt haben und was, wie du es gerade schon sagst, so müffelt. Da gibt es einen speziellen Aufsatz, übrigens auch für Autopolster. Perfekt, das heißt Sitzflächen, sollte mal ein Kaffee umgekippt sein im Auto, eine Limo, die Kinder hinten drin vielleicht ein Eis umgekippt haben. Hier haben wir einen Mikrofaseraufsatz drauf mit einer glatten Fläche und da zeige ich Ihnen jetzt mal, was Sie einfach machen mit Ihren Klamotten. Sie nehmen Ihren Dampfreiniger und frischen ganz einfach mal Ihre Klamotten auf. Damit natürlich jeglicher Geruch rausgedampft wird, die Farben werden aufgefrischt. Das sieht man auch wunderschön. Wir haben jetzt hier so ganz klassisch normalen Stoff, schauen Sie sich das mal an. Und natürlich auch noch genial, die Falten gehen sofort raus. Stimmt. Das heißt also auffrischen, natürlich von so einem Sakko perfekt, hier hinten einfach mal drüber gehen. Jegliche Falten sind Geschichte. Und so ein Reiniger zu Hause ist der absolute Alleshelfer. Schauen Sie sich mal das Ergebnis an, nimmt sogar noch die Flusen mit runter über ein Mikrofaser. Toll. Hier oben ist gerade ein Haar. Wow. So sieht dann einfach mal ganz schnell ein Sakko aus, wenn ich es auffrischen will. Da muss ich nicht extra zur Reinigung rennen, das kostet mich nichts. Ich habe meinen kleinen Helfer immer zu Hause. Ja? Sehr praktisch, hast du auch gleich noch dein kleines Dampfbügeleisen mit dabei. Ich meine, in der Reinigung, die machen ja vom Prinzip ja auch nichts anderes mit so einem Sakko oder mit so einem Hemd. Und da spart man sich nicht nur jede Menge Geld, sondern natürlich auch noch jede Menge Zeit, jede Menge Nerven. Du hast es vorhin schon beschrieben, das Beispiel Eimer, dann durchwischen, dann vielleicht nochmal Wasser wieder wechseln. Ach mein Gott, und dann natürlich immer wieder in diese Dreckbrühe, die man eigentlich im Eimer hat, die verteilt man dann ja auch eigentlich nur noch im Raum. Und nur mit Wasser kriegt man es auch nicht weg. Früher hat man das noch mit ein bisschen Essig gemacht, da hat dann die ganze Wohnung danach gestunken. Oh, furchtbar. Wunderbar. Furchtbar, brauchen wir ab sofort nicht mehr. Für jede Gelegenheit ein passender Aufsatz dabei, jede Düse, alles ist damit integriert. Und ich meine, für unter 30 Euro, sogar für unter 29 Euro das komplette Set, da sprechen wir von einem Aufsatz mit einer Rundbürste, dann die Fugendüse, der Mehrzweckaufsatz mit einem langen Spitzaufsatz, ja, für die Fugen. Dann natürlich aber auch ein Verlängerungsschlauch, das wäre dann der hier, der Aufsatz für Tür- und Fensterreinigung, der Reinigungsbezug, der Trichter, Messbecher und. Alles ist hier mit dabei. Wow. So, und wenn Sie jetzt vielleicht Kinder oder Enkel zu Hause haben sollten, die im wahrsten Sinne des Wortes noch nicht ganz wasserfest sind, Sie wissen, was ich meine, dann haben Sie da eine Matratze, wo Sie die Bezüge nicht runterziehen können. Das sieht ja ein bisschen bäh aus mit der Zeit. Jetzt kommen Sie noch mal mit, zeige ich Ihnen mal. Wir haben nämlich das Verlängerungskabel dabei. Das gilt natürlich auch für Milben und sonstige Dinge. Jetzt gehen wir mal rüber zu unserer Matratze. Dann können Sie nämlich jederzeit mal den Milben den Kampf ansagen. Oder zum Beispiel auch Flecken. Und wenn ich jetzt hier ganz einfach drauf gehe,
dann reinige ich mit nichts anderem als der Kraft des Dampfes. Und Sie sehen schon, wie das wirklich auch gerade schon wieder auffrischt. Natürlich die Matratzen auch durch und durch. Das heißt also Milbenstaub, sonstige Dinge sind natürlich auch schon erledigt. Und das Mikrofasertuch nimmt natürlich am Schluss auch noch wirklich den Dreck runter. Und das ist das Tolle an der Sache. Übrigens nochmal, für Autopolster, all diese Dinge, ist das absolut perfekt zu gebrauchen. Ich schwöre auf das Teil. Ohne den geht es bei mir im Haushalt überhaupt nicht mehr. Das ist ein absolut geniales Teil. Könnte man eigentlich auch für so kleine Fußvorleger nehmen, so für kleine Teppiche. Ja, da kommt ja auch der ein oder andere Fleck mal drauf. Ja, Bestellnummer hier für NC5701 und die 569 für einen Wahnsinnspreis von unter 29 Euro. Das ist der Wahnsinn. Das ohne Chemie. Es spart sie Zeit, es spart sie Geld und es spart sie auf jeden Fall Nerven. Das ist schon toll. Unser tragbarer Dampfreiniger. Und wenn Sie es jetzt noch ein bisschen professioneller haben möchten, dann sollten Sie jetzt mal hinschauen, denn wir haben noch einen zweiten Dampfreiniger für Sie vorbereitet. Einen sogenannten Profi-Dampfreiniger mit auch wieder umfangreichen Zubehör. Bestseller bei uns, der kleine Bruder von ihm, der Gelbe, den haben wir ja neu im Programm. Hier, das ist unser Klassiker, auch super handlich. Der hat jetzt ein paar Unterschiede. Erstens mal arbeitet er mit 1400 Watt. Das heißt, die Dampfdurchdringung ist natürlich noch wesentlich intensiver. Deswegen auch Profi-Dampfreiniger. Ja. Und zweitens haben wir am Gerät unten, und das kann man hier einfach mal abnehmen, noch die Möglichkeit, gesetzt den Fall, es ist ganz hartnäckig oder Sie wollen tatsächlich noch ein bisschen einen Zusatz mit reintun, haben wir unten noch einen extra Behälter für tatsächlich noch irgendein Reinigungsmittel. Gesetzt den Fall, Sie wollen zum Beispiel von Kupfer mal Grünspan runtertun, kann man hier immer noch ein bisschen Essig mit reintun, um den Dampf etwas zu verschärfen. Brauchen Sie aber in 99,9% der Fälle nicht, ist hier aber trotzdem mit drin. Auch super in der Handhabung, ergonomischer Griff. Toll. Hier oben drückst du nur drauf, dann geht's los. Und jetzt schauen Sie sich mal an, was mit alten Stahlfelgen passiert. Also Sie werden einfach nur noch staunen. Weil das ist ja hier schon wirklich ein absoluter Härtetest. Ja, das ist ja schon Rost oder was ist das, was da dran ist? Das ist Flugrost teilweise und jetzt sieht man es aber hier schon. Ich kriege aus allen Ecken und sonst irgendwas, kriege ich das perfekt raus. Diesen Bürstenaufsatz und die Verlängerung, die haben wir im Lieferumfang dabei. Und jetzt schauen Sie sich mal an, was da allein nur an Dreck runterkommt. Der ganze Bremsstaub, das ganze Zeug. Wenn Sie schöne Alufelgen haben, die sind mal wirklich, die feinspeichig sind, ist so ein Dampfreiniger absolut perfekt. Achtung, schauen Sie sich das mal an. Wow, da hast du gesehen, wie schnell das jetzt auch ging. Jetzt überleg mal, normalerweise mit einer Bürste, mit Lappen, du kommst in den ganzen kleinen Ecken überhaupt nicht rein. Der Dampf hat so einen hohen Ausstoß mit den 1400 Watt, dass ich hier eben wirklich alles rauspusten kann. Und am Schluss auch wieder Felgenreiniger, gibt es ja heute dank, Gott sei Dank schon säurefrei. Ja. Aber trotzdem ist das Müll, der die Umwelt belastet. Deswegen gibt es ja heute diese klassischen Waschanlagen mit dem Dampfreiniger. Können Sie das in aller Ruhe zu Hause machen. Ihre Felgen sauber, geht übrigens auch super für die Luftschlitze im Armaturenbrett. Mein Gott, was haben Sie da für Möglichkeiten? Sie können eigentlich das ganze Armaturenbrett, das ganze Auto damit sauber machen. Natürlich auch Fenster, wo man vielleicht nicht hinkommt oder wo man sagt, da muss ich ständig nachpolieren und nochmal nachputzen. Das ist so viel Aufwand. Oder aber auch, was ich auch ganz wichtig finde, es gibt ja so Spielsachen von Kindern, die nicht unbedingt in die Waschmaschine passen. Ja, der riesen Kuschelteddy, der vielleicht größer ist als Sie selber überhaupt. Jetzt packen Sie, so groß, jetzt packen Sie den mal in die Waschmaschine, geht ja nicht. Aber Kinderspielzeug will man ja schon ein bisschen steril halten, ein bisschen desinfizieren. Kinder kuscheln damit, nehmen auch was im Mund. Dann reinigen Sie das doch einfach mit Dampf. Dann haben Sie es wieder absolut hundertprozentig steril. Ich meine, der arbeitet hier bei einer Temperatur von 100 Grad Celsius. Ab 100 Grad Celsius stirbt jegliches Bakterium ab. So, jetzt schauen Sie sich das mal an. Das ist jetzt unser Reiniger für die Scheiben. Hier oben mit einem breiten Dampfausstoß, mit einer Gummilippe, damit Sie gleich nachziehen können. Das funktioniert übrigens auch super bei Auto-Innenscheiben. Kommt man normalerweise unheimlich schlecht hin. Mit dem Dampf kriegen Sie alles runter. Gesetzt den Fall, Sie rauchen im Auto oder es war jetzt im Sommer sehr staubig. Sie haben vielleicht öfter mal das Fenster leichten Schlitz offen gehabt. Dann kommt einfach Staub an die Scheiben. Mit diesem Aufsatz oben mit der Gummilippe kriegen Sie jegliche Scheiben. Zu Hause, Glastische, all diese Dinge. Oh ja, perfekt sauber. Stimmt. Alles das funktioniert hier nur noch mit der Kraft des Dampfes und nichts anderes mehr. Das heißt ökologisch, Zeit sparen, es geht super schnell und es kostet wesentlich weniger, weil das, was Sie zum Reinigen brauchen, kommt bei Ihnen zu Hause aus dem Wasserhahn, nämlich Wasser und nicht mehr und nicht weniger. Ich habe das letztlich beobachtet, als ich spazieren war. Da hat jemand versucht, verzweifelt von seinem Gartentor den Efeu zu entfernen. Hat er auch dann irgendwann hingekriegt. Aber diese kleinen Wurzeln, die sind natürlich dran geblieben, weil die sind ja sowas von hartnäckig. Das könnte ich damit natürlich auch problemlos runterkriegen. Nicht nur die Reste von diesem Efeu, sondern natürlich auch Moos und Algen und alles, was sich da festgesetzt hat. Denn wir haben ja hier wirklich zigtausend verschiedene Aufsätze.
ob das jetzt natürlich aber auch mal eine Dunstabzugshaube ist. Das ist ja auch ja, so mit der Zeit, wird das so fettig und boah. Oder mal auch der Grillrost, ja, vom Grillen. Manchmal hat man wirklich sehr hartnäckige Sachen, dann gehst du mit irgendeinem Schmierreiniger dran und später kommen da die Würste wieder drauf. Ist ja natürlich auch nicht so toll. Lecker. Dampf wird es ab sofort hier entfernt. So, hier sehen wir es auch mal. Wunderbar hier zu sehen. So meinte ich das vorhin mit wirklich Textilien oder eben auch Polster, Sitz im Auto sauber machen. Allein das Felgenreinigen ist ein Knüller. Wer den Dampfreiniger zu Hause hat, wir haben da tausende von Kundenstimmen, die können wir Ihnen gar nicht alle vorlesen, der will nie wieder was anderes. Vielleicht haben Sie auch unseren klassischen Staubbesen, den großen für Bodenfliesen. Ja. Auch der ist perfekt in der Ergänzung, aber Sie werden noch so viele Möglichkeiten finden. Gesetzt den Fall, Sie wollen zum Beispiel mal ein Fahrrad sauber machen, Kette und so weiter und so fort. Es geht einfach super genial mit Dampf. Das ist alles überhaupt kein Problem, weil Dampf so eine hohe Fettlösekraft hat. Wir haben es gerade eben bei dem Wachs gesehen. Sie kriegen da wirklich alles mit runter. Vorher, nachher, schauen Sie sich das mal an. Also das ist jetzt locker beim Auto-Wiederverkauf ein Fuffi mehr für die wirklich frischen Felgen. Ja, das wertet das Ganze nochmal richtig auf. Und ich meine, wir reden hier von unter 43 Euro, von 42,66 Euro für einen Dampfreiniger. Schauen Sie wirklich mal bei der Konkurrenz nach. Da bezahlt man einfach nur den Namen. Aber das Prinzip her ist eigentlich wirklich hier ähnlich. Das ist das Gleiche. Und hier haben Sie wirklich noch jegliches Zubehör mit dabei, die verschiedenen Bürstenaufsätze, dann natürlich dieses Fensterwischaufsatz oder der Fensterwischaufsatz, den Kai gerade gezeigt hat. Mikrofaserbezüge, auch ganz wichtig. Anwenden, später einfach mal in die Waschmaschine packen. Sie sehen es hier, dieses Weiße und Blaue. Später einfach in der Waschmaschine waschen, dann haben Sie es wieder sauber und fein. Messbecher, alles ist dabei und es gibt wirklich keine Situation im Haushalt, wo man sagt, da kann ich das nicht gebrauchen. Auch mal die Arbeitsplatte, wenn man kocht. Bei mir ist es so, wo der Herd integriert ist, da sammeln sich dann immer so gerne dazwischen den Fugen die Brotkrümel auch ab. Die kriegst du gar nicht mehr runter. Ich habe es versucht, mit dem Messer da mal rauszupiepeln, aber sollte man lieber lassen. Einfach hier mit dem dazugehörigen Aufsatz. Fertig ist es. Ceran-Kochfelder sauber machen, überhaupt kein Thema damit, mit dem heißen Dampf drauf. Und dann zum Beispiel auch von mir ein ganz guter Tipp. Ich habe bei mir in der Küche eine Seite, die ist fast einen Meter tief von der Arbeitsfläche her, mit einer Dachschräge. Normalerweise kommt man da nicht alle 3-4 Tage drauf, die komplette Arbeitsplatte nochmal zu wischen. Ich habe da sehr viel stehen, Messerblöcke, Schalen und so weiter und so fort, alles, was man zum Kochen braucht. Aber wenn Sie alle 2 Wochen mal einmal rundherum Putz machen und mit dem Dampfreiniger da drüber gehen, Sie werden staunen, was Sie runterholen. Wischleisten an der Arbeitsplatte in der Küche, Fliesen in der Küche, die vom Kochen einfach Spritzer gekriegt haben. Normalerweise geht es dann los mit so einem Scotch-Brite oder sowas, können Sie alles vergessen. Sie gehen hier ganz entspannt drüber mit Dampf und schon ist das alles porentief rein, bakteriell und keimfrei. Das ist ganz wichtig. Und Ihre ganzen Reiniger zu Hause, die können Sie alle, auf Deutsch gesagt, wieder zurückbringen. Ab in die Tonne damit. Ja, und rechnen Sie sich doch mal aus, was Sie im Jahr normalerweise an Reinigungsmitteln zu Hause wollen. Oh, ich bin auf knapp 160 Euro in einem Jahr gekommen. Das kann man sich alles sparen. Für 160 Euro kaufen Sie sich hier knapp 4 Dampfreiniger. Ist übrigens gerade für Kinder und Enkel, die jetzt in die erste eigene Wohnung ziehen, ein super Einzugsgeschenk, weil ich einen absoluten Alleshelfer zu Hause habe, mit dem ich viel rauskriege. Und noch ein Tipp von mir, gesetzt den Fall, Sie arbeiten zu Hause mit Tischdecken und es sollte tatsächlich mal passiert sein, da ein bisschen Marmelade oder Nutella oder irgendwas hängen geblieben ist. Gehen Sie mal mit so einem Dampfreiniger über die Stelle drüber. Sie werden staunen. Dann nicht ganz dran, aber trotzdem mit so einem Abstand, mit dem Dampf kriegen Sie das alles wieder raus. Das ist so unglaublich und Sie werden noch 1000 Ideen oder mehr haben. Oder die Wickelkommode, weil du gerade ansprichst, die kleinen, ne? Ist ja auch eine saubere Sache. Also Sie sehen, uns fallen hier wirklich tausende von Möglichkeiten an, wo man das Ganze auch einsetzen kann. Ich finde es erstaunlich, weil der Preis ist wirklich Wahnsinn. Ja. Es ist gut für Gesundheit und Umwelt, denn es desinfiziert und reinigt ganz ohne Chemie. Und die 160 Euro, die du gerade pro Jahr genannt hast, das sind Reinigungsmittel. Da sind, glaube ich, noch keine Felgenreiniger dabei. Nein, das ist alles. Da ist noch nichts fürs Auto zum Putzen dabei. Also da kommt auch wieder noch mehr dazu. Hiermit kann man eigentlich nur sparen. Und Wasser zu Hause hat jeder. Und bevor Sie irgendwelche Glasreiniger nehmen für Ihre Duschkabine, machen Sie es doch mit Dampf. Und da ist noch ein Vorteil. Die Duschkabinen überlappen immer leicht ein wenig und da ist eine Dichtung dahinter. Mhm. Das heißt, um wirklich die ganzen Scheiben sauber zu kriegen, müsste ich die Duschkabine normalerweise eigentlich auseinanderbauen, wenn die so überlappen. Hier gehe ich mit dem Dampfreiniger dazwischen, gebe Gas und schon sind die absolut schlieren- und streifenfrei. Kalkbildung
ist ein Thema, das gab es mal, das wird nie wieder vorkommen. Für alle Reinigungsbereiche zu Hause, wenn Sie zum Beispiel mal einfach Ihre Fensterbretter mal sauber machen wollen, Ecken und so weiter und so vom Staub, an dem Silikon, da hält sich oft was fest. Mit dem Dampfreiniger drüber, sauber. Und das alles ohne Reinigungsmittel. Keine Felgenreiniger, wie du gesagt hast, keine Bodenreiniger, keine Glasreiniger, keine aggressiven Toilettenreiniger. Mit der Verlängerung können Sie nämlich auch in der Toilette super unter den Rand, wo es immer so viele tolle Sprays gibt, mit so einem Schwanenhals, vergessen Sie das alles. Machen Sie es mit dem Dampfreiniger. Es wird perfekt. Ja. NC 4851 und die 569, das ist die Bestellnummer für unseren Profi-Dampfreiniger. Genau. Jetzt ganz schnell zum Telefonhörer greifen. Ja.